Herzlich willkommen. Im heutigen Video zeige ich Ihnen einen ganz einfachen Trick, wie Sie durch Twitter das Ranking Ihrer YouTube-Videos deutlich verbessern können. Bleiben Sie dran. Ja, nochmal herzlich willkommen zu diesem Video und ich möchte Ihnen jetzt hier, wie schon eingangs erwähnt, einen Trick zeigen, der mit Twitter zu tun hat, der Ihnen beim Ranking Ihrer YouTube-Videos hilft. Ich muss jetzt gleich dazu sagen, dieser Trick, der wird jetzt nicht alleinig dafür verantwortlich sein, dass Sie sofort von Seite 7 auf Platz 1 auf der ersten Seite rasen, so viel sei gesagt. Er ist einfach ein weiterer Puzzleteil in der Ganzheit vom YouTube-Ranking, da gibt es ja mehrere Faktoren, wo ich auch schon Videos drüber gemacht habe, aber es ist auf jeden Fall sehr hilfreich und vor allem absolut nicht zeitaufwendig. Dieser Trick bezieht sich auf das Teilen auf Social Media, das hilft dir den YouTube-Videos, denn dann sieht YouTube und Google, wenn etwas geteilt wird auf Twitter, auf Facebook und so weiter, dass ihr Interesse da ist, dass den Menschen gefällt, was in diesem Video vorkommt und das steigert die Priorität des Videos. So ist das interne Gehirn, sage ich jetzt mal, von YouTube und Google eingestellt und in Verbindung mit Twitter kann man das mit einem ganz einfachen Trick ein bisschen ankurbeln. Ich kenne diesen Trick jetzt selber erst seit ein paar Tagen, drum ich konnte mich jetzt gar nicht zurückhalten, diesen Trick herzuzeigen. Es geht hier nämlich um Folgendes. Wenn Sie jetzt ein Video gemacht haben, dann teilen Sie es ja hoffentlich auf Twitter, aber nur einmal. Und es gibt jetzt diesen Trick, dass Sie das Video, sage ich jetzt, mindestens fünfmal teilen können, aber dass es so aussieht, als wären es immer von verschiedenen Leuten bzw. verschiedene Links. Also es sieht dann aus, als wäre es fünfmal auf Twitter geteilt worden, ohne dass man bemerkt, dass Sie da so ein bisschen auf Ihr Profil spammen. Und wie das geht, das zeige ich Ihnen jetzt. Im Prinzip ganz einfach, man muss immer nur wieder drauf kommen, wie bei den meisten Dingen im Leben. Ich gehe jetzt hier auf, ja, ich gehe zwar auf mein letztes Video, das klicke ich jetzt hier mal an. Okay, da stoppe ich. Und jetzt sehen Sie hier oben, habe ich einen Link, einen YouTube-Link von diesem Video. Ich mache jetzt mal Folgendes, ich mache jetzt hier das Video mal kleiner und ich habe mir jetzt schon ein Word-Dokument geöffnet. Und ich mache jetzt Folgendes, ich kopiere jetzt einmal diesen Link hier raus mit STRG C, füge diesen Link hier ein. Das ist jetzt mal der Link Nummer 1. Jetzt kann ich Folgendes machen. Wenn ich jetzt bei diesem Link dieses World Wide Web, dieses www rausnehme, okay, Moment, nein, ich kopiere mit, achso, kopiere diese ja schon, ich füge den jetzt hier nochmal ein, jetzt kann ich hier dieses www. Wegnehmen und nur noch http //youtube.com und so weiter. Das ist auch ein klickbarer Link. Geht aufs selbe Video, aber für Twitter sieht das aus, als wäre es ein anderer Link. Das nächste, Sie können jetzt, ich füge den Link jetzt nochmal ein, 1, 2, 3, jetzt können Sie Folgendes machen, jetzt können Sie einfach hinten noch ein Slash anfügen, wieder ein anderer Link, geht aber wieder genau auf dieses Video und ja, zeigt Twitter wieder, dass hier ein anderer Link gepostet wurde und hilft auch wieder beim Ranking. Sie müssen jetzt einfach nur eins tun, in einem kleinen Zeitabstand. Ja, das wird jetzt eigentlich nicht so tragisch sein, vielleicht ein paar Stunden oder so. Posten Sie einfach diese verschiedenen Links rein bei Twitter und es wird immer aussehen, als wäre es von jemand anderem bzw. ein anderer Link. Also es wird hier nicht spammig aussehen. Das sind jetzt mal die ersten drei Links. Und jetzt gibt es noch eine Möglichkeit, die zeige ich Ihnen. Wenn Sie hier beim Video auf Teilen gehen, auf Share, dann bekommen Sie hier unten einen anderen Link, der auch zu diesem Video führt, von YouTube zur Verfügung gestellt. Hier springt dann immer automatisch der Playlist-Button rein, den würde ich rausnehmen, also dann kopieren Sie sich einfach nochmal diesen Link, den füge ich jetzt hier wieder unten ein. Sie sehen, der Link ist jetzt anders
Und hier können Sie wieder Folgendes machen: einmal diesen Link posten. Der wird alleine schon anders aussehen als die ersten drei, geht aber wieder auf dasselbe Video. Und das mit dem World Wide Web, das funktioniert bei diesem Link nicht, aber Sie können sehr wohl wieder, wenn ich den nochmal einfüge, hinten wieder den Slash reingeben. Dann ist es wieder ein alleingestellter Link, der auch wieder zu diesem Video führt. Und ja, ist auch nichts binary. So haben Sie auf die Schnelle fünf verschiedene Links zu diesem Video und es wird für YouTube aussehen, ja, dass einfach hier verschiedene Leute hier reinposten auf Twitter. Das ist der ganze Trick. Hoppla, Warnung. Das ist der ganze Trick und wie gesagt, der wird jetzt nicht alleinig verantwortlich sein, dass sie in die Höhe schießen, aber in der Gesamtheit wird Ihnen das sehr wohl helfen. Führen Sie diesen Trick durch, ist wirklich nicht viel Arbeit. Sie sehen, das ist in Kürze gemacht. Und ja, wünsche Ihnen viel Erfolg damit. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, bitte klicken Sie gefällt mir, teilen Sie es auf Social Media, teilen Sie es auf Twitter. Am besten mit dieser Methode wäre ich sehr dankbar. Und ja, wenn Sie weitere Updates erhalten möchten, dann abonnieren Sie jetzt meinen Kanal. Sie finden irgendwo im Video einen Link, wo Sie das mit einem Klick machen können. Gut, das war's von mir zu diesem Video. Wir sehen uns dann im nächsten.